Guten Abend, Brandenburg, und ganz herzlich willkommen am Sonnabend. Peter Wachsmann ist auch wieder mit dabei. Schönen guten Abend. Ja, damit Sie wissen, was Sie in der kommenden halben Stunde alles erwartet, das sind heute einige unserer Themen. Demo gegen Windräder. Aktivisten kämpfen für Volksbegehren. Kredit für Wiederaufbau. Millionen für Turm der Garnisonkirche. Und Radeln auf Umwegen. Streit um Fahrradbrücke. Windkraft polarisiert. Die Räder sollen die Lösung für saubere Energie sein. Sie sind aber gleichzeitig für viele auch ein Problem. Fast 100 Bürgerinitiativen ernannt kämpfen gegen Windräder. Gemeinsam haben sie ein Volksbegehren gestartet für größere Mindestabstände und gegen Windräder im Wald. Die Hälfte der Zeit ist um, aber der Ansturm, der blieb bisher aus. Gerade mal ein Viertel der Unterschriften sind zusammengekommen. Deshalb wurde heute in Potsdam noch mal mächtig getrommelt. Michael Nowak. Ans Aufgeben denkt hier heute niemand. Stattdessen stärken sich die Befürworter des Volksbegehrens gegenseitig den Rücken. Wir sagen, Windräder im Wald bei uns nicht. Die Waldbrandgefahr gefährdet unser Leben. Es hat erst diese Woche wieder ein Windrad gebrannt. Und es ist nicht auszudenken, was dann passieren würde im trockenen Kiefernwald. Zudem fordern die Organisatoren deutlich größere Mindestabstände zu Wohnhäusern. Und Alternativen zur Windenergie, wie etwa dezentrale Gaskraftwerke, sollen stärker ins Blickfeld rücken. Insgesamt 80.000 Stimmen müssen zusammenkommen, damit das Volksbegehren erfolgreich ist. Bisher haben die Organisatoren gerade gut 23.000 gesammelt. Ja, natürlich müssen wir einfach an den Erfolg glauben. Wir müssen in die Städte, in den Flächen sind wir relativ gut vertreten. In kleinen Gruppen ziehen die Teilnehmer heute durch Potsdams Zentrum und diskutieren mit Einwohnern. Verstehen Sie, ich mache mir nur Sorgen, weil vor allen Dingen mit dem grünen Hintergrund und so, das ist halt ein Kleinkrieg wird zwischen zwei positiven Parteien, die eigentlich das gleiche Hintergrund haben. Also ich bin Naturschützer. Ja, ich bin Ökologiestudent. Das Problem der Initiative, Unterschriften dürfen nicht direkt auf der Straße gesammelt werden. Das geht nur in Bürgerämtern. Oder man holt sich die Briefwahlunterlagen oder Abstimmungsunterlagen und unterschreibt dann dort und schickt es dann ans Amt. Bis Juli bleibt den Organisatoren des Volksbegehrens Zeit, um gut 55.000 weitere Stimmen zu sammeln. Die Garnisonkirche in Potsdam. Es gibt eine Baugenehmigung. Die Pläne, die sind so gut wie fertig. Die Bauherren, die stehen in den Startlöchern. Alles schon da. Ja, nur diese eine Kleinigkeit nicht. Die vielen Millionen Euro, die der Wiederaufbau des Kirchturms kostet. So gesehen war das heute ein Meilenstein. Die evangelische Landeskirche gewährt ein zinsloses Darlehen. Andreas Behevel. Nein, einig war man sich nicht, aber es war ein klares Votum. Mit 66 Ja-Stimmen, 31 Nein und 6 Enthaltungen haben sich die Vertreter der evangelischen Synode in Berlin dafür ausgesprochen, den Wiederaufbau des Turms der Garnisonkirche finanziell zu unterstützen. Denn bislang sieht die Garnisonkirche so aus. Sie ist eine Brache, nur eine Vision. Allerdings eine Vision mit umfangreicher Vorplanung. Über 88 Meter hoch, so versprechen es die Modelle, soll der Turm einmal werden. Irgendwann. Erstmal aber will man einen kleinen Turm ohne Haube, Glockenspiel und Verzierung bauen. Der aber schon mit Aussichtsplattform in 57 Metern Höhe. Und für diese Variante sicherte jetzt die evangelische Landeskirche ein zinsloses Darlehen in Höhe von 3,25 Millionen Euro zu und hofft auf Nachahmer. Natürlich wünsche ich jetzt der Garnisonkirchenstiftung wirklich mit diesem Anschub auch ein gutes Gelingen, ich würde sogar sagen Gottes Segen für dieses Projekt, dass sie jetzt viele Menschen finden, die vielleicht sogar schon in den Startlöchern standen und jetzt sagen, gut, mit diesem Rückenwind und mit diesem klaren Votum der Kirche können wir jetzt sagen, jetzt geben wir auch unseren Teil dazu. Die Baufinanzierung hat viele Bausteine. Von ursprünglich 37,8 Millionen für den ganzen Turm hat man auf 26,1 Millionen abgespeckt. 12 Millionen hatte der Bund zugesagt, 3,25 Millionen kommen jetzt von der Landeskirche, 1,5 und nochmal 1/4 Million aus anderen Kirchenbereichen. 6,3 Millionen hat man schon aus Spendenzusagen und 2,8 Millionen muss die Stiftung noch auftreiben. Dafür lässt sich jetzt mit einem ganz anderen Fundament werben, als es bisher ging. Weil jetzt ganz klar zu beantworten ist, auch die evangelische Kirche, die Landeskirche steht kräftig mit im Wort, ist mit dabei bei diesem Aufbauvorhaben.
Wackeln aber könnten noch die 12 Millionen Bundesmittel für das Projekt, denn die gab es nur für den ganzen Turm, nicht für die kleine Version. Die 12 Millionen könnten also noch zusammenschrumpfen. Auf jeden Fall muss der Bundestag darüber neu entscheiden. Irgendwann in diesem Jahr, Ergebnis offen. Ja, und die Evangelische Landeskirche hat noch eine weitere wichtige Entscheidung getroffen. Mehr von Peter Wachsmann in den Kurzmeldungen. In Brandenburg, Berlin und Ostsachsen können homosexuelle Paare künftig auch kirchlich heiraten. Die Landessynode der Evangelischen Kirche machte dafür den Weg frei. Die Entscheidung fiel mit großer Mehrheit. Bisher waren nur Segnungsgottesdienste für homosexuelle Lebenspartnerschaften möglich. Mehr als 200 Paare in Brandenburg, Berlin und der schlesischen Oberlausitz nutzten bisher diese Möglichkeit. Das neue Kirchengesetz tritt am 1. Juli in Kraft. Unter den Flüchtlingen, die nach Brandenburg kommen, sind immer mehr Minderjährige ohne Begleitung von Familienangehörigen. Ihre Zahl hat sich in nur 4 Monaten fast verdoppelt, teilte das Jugendministerium mit. Die aktuellsten Zahlen sind von Ende Februar. Hier hatten die Behörden 1.535 Kinder und Jugendliche registriert. 4 Monate zuvor, im November 2015, waren es nur 814. Die meisten kamen aus Afghanistan, Syrien und Somalia. Zuständig sind die Jugendämter der Landkreise und kreisfreien Städte. Ein neues Zuhause finden die minderjährigen Flüchtlinge vor allem in Heimen, Wohngruppen und Pflegefamilien. Gleichzeitig steigt die Zahl der abgeschobenen Flüchtlinge. Waren es im Jahr 2014 insgesamt 114 Menschen, die in ihre Herkunftsländer zurück mussten, stieg deren Zahl im Jahr 2015 auf 806. Das waren rund 7-mal so viele. Im laufenden Jahr rechnet die Landesregierung mit einem weiteren Anstieg, möglicherweise eine Verdoppelung. Die bessere Lösung sei allerdings, wenn die Menschen ohne Bleiberecht das Land freiwillig verlassen würden. In der Spreewaldstadt Lübbenau wurde am Nachmittag für Weltoffenheit und gegen Fremdenfeindlichkeit demonstriert. An der Aktion beteiligten sich laut Veranstalter rund 300 Menschen. Unter dem Motto "Laut für den Spreewald" zogen die Demonstranten eine große Runde durch Lübbenau. Mit dabei waren auch mehrere Flüchtlinge, die in der Stadt leben. Weitere Unterstützung kam von Vereinen, Bündnissen und Unternehmen aus der Region. Die Idee zur Demo hatte unter anderem der Lübbenauer Student Martin Voite. Wir wollen zeigen, dass Lübbenau und der Spreewald tolerant, weltoffen und ja, allgemein für jeden erreichbar ist und auch, dass jeder willkommen ist hier, weil besonders die Flüchtlingsheime immer sehr in der Kritik stehen. Und deswegen wollen wir hier halt ein Zeichen setzen heute. In den vergangenen Monaten hatte in Lübbenau immer wieder der asylkritische Verein Zukunft Heimat demonstriert. Die Veranstalter von Laut für den Spreewald wollen dem etwas entgegensetzen und planen künftig weitere Aktionen. Morgen ist Bürgermeisterwahl in Wittenberge. So eine richtige Wahl zwischen unterschiedlichen Kandidaten allerdings haben die Wittenberger gar nicht. Es gibt nur einen einzigen. Und das ist der bisherige Amtsinhaber Oliver Herrmann. Michael Scheibe über den designierten alten neuen Bürgermeister und eine Stadt, die sich in den letzten Jahren durchaus gemacht hat. Ich finde, Wittenberge ist so eine ganz interessante Mischung aus Provinz und Blick über den Tellerrand in die weite Welt. Also schon immer gewesen durch die Industrietradition hier und jetzt auch wieder so als Verkehrsknoten mit Hafen. Also man ist in der Provinz, das weiß man, aber man blickt immer ein bisschen gern drüber hinaus. Auf diese Kulisse ist Bürgermeister Oliver Herrmann besonders stolz. Die frisch sanierte Elbuferpromenade von Wittenberge ist das neue Gesicht der Stadt. Für mehr als 2 Millionen Euro entstand auf einer ehemaligen Industriebrache eine Flaniermeile mit Hochwasserschutz. Seit 8 Jahren ist er hier Bürgermeister und will es auch weiterhin bleiben. Zurück zum Wasser, das ist die Vision des promovierten Historikers. Hier entwickelt sich nun gerade mit der Promenade oder mit Wohnen am Wasser auch, mit der Kultur, mit dem Elberadweg, ein ganz anderes Gesicht von Wittenberge. Und also Wittenberge kehrt wieder an die Elbe zurück. Und das ist ein Stück Zukunftsvision auch und Chance. Wittenberge ist längst nicht mehr die depressive Stadt der Nachwendezeit. Damals verloren rund 8000 Menschen ihre Arbeit. Der Hauptarbeitgeber, das ehemalige Nähmaschinenwerk, erinnert daran. Viele haben der Stadt den Rücken gekehrt. Von damals 40.000 Menschen leben heute noch rund 17.000 hier. Obwohl viele Häuser in der Innenstadt bereits saniert sind, gibt es noch ca. 2.000 leerstehende Wohnungen. Der Abriss wird weitergehen. Daneben gibt es noch andere Aufgaben für den Bürgermeister.
wünschen würde ich mir tatsächlich, dass man doch noch mehr für die Kinder macht und Jugend. Nicht nur, also es wäre mal so das Ziel, was ich gerne stecken würde. Der Lebensmitteleinzelhandel fehlt halt. Wir hatten hier Edeka eine Bahnstraße, der ist leider vorher ja dort ausgezogen aus der Prignitz-Galerie. Noch besser könnte natürlich noch der Tourismus ausgebaut werden. Ich denke, das ist noch eine große Chance für uns, denn auch wir in der Innenstadt leben vom Tourismus. Ich merke es jeden Tag auch in meinem Geschäft. Aber natürlich die A14, wenn ich das ansprechen darf, ist natürlich ein großer Punkt für uns, wäre sehr, sehr wichtig. Morgen wird sich entscheiden, ob Oliver Herrmann diese Probleme angehen darf. Denn obwohl er Einzelkandidat ist, müssen 15% aller Wahlberechtigten für ihn mit Ja stimmen. Ja, das nennt man dann Quorum. Und das gilt auch für Angermünde, Premnitz und die Gemeinde Uckerland. Auch dort wird morgen jeweils ein neuer Bürgermeister oder eine neue Bürgermeisterin gewählt. Theresa Majerowitsch berichtet. Angermünde. Nach 18 Jahren verlässt der alte Bürgermeister Krakow das Rathaus, weil seine Partei, die SPD, nicht ihn hier links, sondern Olaf Theis hier rechts im Bild als neuen Kandidat fürs Amt vorgeschlagen hat. Insgesamt 5 Bewerber stehen zur Wahl. CDU, ländliche Bürgergemeinschaft und Freie Wähler haben zusammen einen Kandidaten ins Rennen geschickt. Daneben gibt es 2 parteilose Interessenten und den Kandidaten vom Dartclub Miro. Angermünde ist in der Vergangenheit mit der Sanierung der Altstadt aufgefallen, aber auch durch die Millionenpleite der städtischen Wohnungsgesellschaft. 13 Millionen Euro Schulden hat die Stadt. Wirtschaftsförderung und demografischer Wandel sind in Zukunft die Aufgaben des neuen Bürgermeisters. Jetzt sollte da mal jemand hin, der da ein bisschen mehr sich um die Finanzen kümmert, der da ein bisschen mehr Durchblick hat. Um die Wahl in Uckerland wird viel Wind gemacht. 60 weitere Windräder könnten gebaut werden. Doch ein geplatzter Deal zwischen Investor und Bürgermeisterin hat einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. In der Kritik an der Amtsinhaberin sind sich fast alle Parteien offenbar einig. CDU, Linke und die SPD haben gemeinsam einen Kandidaten aufgestellt, der nun Klinken putzt. Ja, ich denke, es hakt hauptsächlich an der Kommunikation. Und hier hakt es letztendlich daran, dass eine Planung, die der Gemeinde vorgelegt wurde, meiner Ansicht nach zerredet wurde. Dafür gibt es Gegenwind. Allerdings haben alle Fraktionen, bis auf die Fraktion der Uckerländer natürlich, mein Angebot, miteinander zu reden und im Vorfeld diese Probleme zu besprechen, nie angenommen. Die Gemeinde Uckerland besteht aus 11 Ortsteilen. Über 100 Firmen haben dort ihren Sitz. Die bekannteste ist Uckercars. Rund 2350 Wahlberechtigte können in Uckerland über ihre Zukunft nun entscheiden. Die Bürgermeisterwahl ist Stadtgespräch in Premnitz, eine Stadt mit etwa 9000 Einwohnern, von denen viele hier den Eindruck haben, dass solide gehaushaltet wurde und deren Stadtbild am Havelufer von der Buga profitiert hat. Der neue Bürgermeister müsste in große Fußstapfen treten. Der alte Bürgermeister hat hier viel vollbracht in Premnitz. Und das wünschen wir uns, dass es weitergeht. 4 Kandidaten gibt es dabei, von der SPD, der CDU, der AfD und auch ein Einzelkandidat steht zur Wahl. Sie sollten, wenn es nach der Meinung der Bürger geht, Folgendes im Blick behalten. Das Vorhaben, was Sie hier in Premnitz haben, über das neue Gesundheits- und Familienzentrum, wenn Sie da mal ein bisschen auch mehr schon mal drüber gesprochen haben. In Premnitz gilt wie anderswo auch, es gewinnt, wer die absolute Mehrheit hat. Ansonsten gibt es eine Stichwahl. Ja, die Ergebnisse der Bürgermeisterwahlen und auch alles Wichtige zur Landratswahl im Havelland natürlich morgen Abend hier bei uns in Brandenburg aktuell. Ja, eigentlich sind es nur ein paar Meter Fahrradbrücke über die Schwarze Elster, um die es geht. Wirklich kein großes Ding. Doch statt endlich loszulegen, wird seit Jahren nur diskutiert und die Verantwortung hin und her geschoben. Klar, dass sich dabei vielen richtig Frust aufgestaut hat. Ein Fall für unser Brandenburg aktuell Robo-Team mit Ulrike Finke. Wir steigen heute aufs Fahrrad um, denn Fahrradtourismus ist in Brandenburg ein großes Thema. Dankeschön. Mittlerweile gibt es 7000 Kilometer Radwege im Land und auch hier in Elbe-Elster wurde investiert. Allerdings gibt es hier mit dem Radweg ein großes Problem und das schauen wir uns heute an. Der Schwarze Elster-Radweg führt direkt durch die Lausitz. Die Radler haben es hier idyllisch. Der Weg führt über Wiesen und Wälder, immer in der Nähe der Schwarzen Elster, oft direkt auf dem Deich entlang. 190 Kilometer geht es so vom sachsen-anhaltinischen Jessen ins sächsische Geierswalde. In Würdenhain im Röderland allerdings gibt es eine Unterbrechung.
Hier ist der Radweg aber plötzlich zu Ende. Auf der anderen Seite vom Wasser geht der gut asphaltierte Weg weiter. Hier gab es mal eine Verbindung, aber jetzt nicht mehr und schon seit vielen Jahren. Bis 2009 stand hier eine landeseigene Brücke. Die wurde aufgrund von Altersschwäche abgerissen. Das Land versprach aber schnell Abhilfe durch den Bau einer neuen Verbindung. Jetzt haben wir 2016. Kein Wunder, dass die Radfahrer hier im Röderland sauer sind. Sie sehen schon recht grimmig aus. So ist es bei Ihnen auch, das Gefühlsleben. Versprochen wird und was machen Sie? Nichts. Die Brücke hätte noch 100 Jahre gehalten. Genau. Warum kann man denn so eine Brücke wegreißen? Das geht doch gar nicht. Das geht nicht. Wer das gemacht hat, der ist irre im Kopf gewesen. Entschuldigen Sie, aber das stimmt. Ja, ist ja hier derjenige? Nee, bestimmt nicht. Nein, das kann ich an dieser Stelle schon mal sagen. Das Land haben wir angefragt, Umweltministerium, Ministerium für Finanzen sind alle nicht gekommen. Es ist eine Schande, dass sich da noch nichts getan hat. Also die lieben Politiker, die sollten sich jetzt mal in die Puschen bewegen und dass mal hier was vorwärts geht. Wir können nicht noch 10 Jahre warten. Frau Dien, Sie haben auf der anderen Seite vom Wasser eine Wirtschaft. Eine kleine Gaststätte mit Pension. Wir haben uns immer schön über Fahrradfahrer gefreut. Aber das hat sich ja seit einiger Zeit erledigt. Ich habe einen Abbruch dadurch, fast 90%. Denn die Radtouristen müssen seit Jahren einen Umweg fahren. 8 Kilometer, komplizierte Streckenführung, das schreckt ab. Herr Terne, was hat denn Fahrradtourismus für eine Bedeutung hier in der Region? Der Fahrradtourismus hat für unseren Landkreis Elbe-Elster oder hier für mich in meiner Gemeinde Röderland eine sehr große Bedeutung. Viele gastronomische Einrichtungen und Hotels in der Gegend sind von diesem Fahrradtourismus abhängig. Das ist so ein Highlight bei uns hier im Landkreis Elbe-Elster. Merken Sie da deutlich, dass da Rückgänge sind bei den Touristen? Wir merken das bei den ganz normalen Fahrradtouristen auf jeden Fall. Wir merken jetzt insbesondere aber auch bei den Wochenendausflüglern, die ja die Gegend sich mal anschauen wollen, dass es da merklich zurückgegangen ist. Finanzielle Einbußen und ein Imageverlust für die Region durch das Fehlen einer Brücke. Aber die soll ja jetzt nach jahrelangen Versprechungen wirklich kommen. Ob das stimmt, wir wollen mit den Verantwortlichen diskutieren und fahren zum Ausgangspunkt. Der Landkreis hat offiziell die Aussage, dass eben 2016 hier mit dem Baubeginn zu rechnen ist. Und wir haben eigentlich schon mit Kopfschütteln und großer Sorge, das zur Kenntnis genommen, dass wir aus den Medien informiert wurden. Hier soll irgendwas nicht passen mit der haushaltlichen Finanzierung. Wir bekamen auf Anfrage beim Umweltministerium die Antwort, dass aufgrund der geänderten Rahmenbedingungen für den Einsatz von Fördermitteln des Bundes die entsprechenden Anträge derzeit im Finanzministerium geprüft werden und somit die Finanzierung noch nicht abgesichert ist. Das Land plant den Bau einer neuen Wehranlage mit integriertem Radweg. Den Bürgern vor Ort würde aber eine einfache Fahrradbrücke reichen, zur Not mit Kreismitteln finanziert. Die stehen auch schon bereit. Wir reden von Politikverdrossenheit. Die Menschen werden langsam wütend, es krummelt. Und unter diesem Druck kann man nicht mehr weggucken und die Verantwortung ständig hin und her schieben. Wir werden doch nur hingehalten mit Scheinargumenten, mit einer Scheindiskussion. Und deswegen abschließend, wenn das Land sich jetzt nicht klar positioniert, sage ich auch selbst ganz laut, bin Fraktionsvorsitzender der Linken, das Land ist seiner Verantwortung nicht gerecht geworden und bauen wir aber selber. Das würden Sie so als Landrat unterschreiben? Das ist meine Meinung. Das habe ich ja immer so auch gesagt. Ich erwarte vom Land, dass im zweiten Quartal hier mit dem Baubeginn zu rechnen ist, 2016. Und wenn das nicht ist? Werden wir sehr schnell hier auch zu den Maßnahmen greifen, dass wir hier eine Lösung finden. Dass die Brücke 17 steht? Ja. Wenn das Land bis zum 2. Mai kein grünes Licht gibt, dann, so verspricht der Landrat also, wird eine Brücke mit Kreisgeldern gebaut, sodass 2017 die Fahrradfahrer wieder ohne Umweg über den Fluss kommen. So, und für uns geht's mit dem Bus nach Hause, ne? Ja, und auch thematisch geht's von dem Radweg jetzt wieder auf die Straße. Mehr von Peter Wachsmann. Nach dem Fund einer Weltkriegsbombe an der A15 müssen sich Autofahrer weiter auf Behinderungen einstellen. Noch bis Montag bleibt die Autobahn zwischen Forst und Rogosen in beiden Richtungen gesperrt. Mehrere Versuche, den Blindgänger gezielt zu sprengen, blieben erfolglos. Am Montag soll die Bombe mit einem Bergungsgerät freigelegt und dann gesprengt werden. Sie war gestern bei Tiefbauarbeiten entdeckt und dabei beschädigt worden. Mit einem Orgelkonzert in der Möbiskruger Dorfkirche bei Neuzelle gehen die Frankfurter Sauerorgeltage zu Ende.
Auf dem spätbarocken Instrument wurden Stücke der Bach-Familie und von Mendelssohn Bartholdy gespielt. In Frankfurt-Oder gedachten Bürger des königlichen Hoforgelbaumeisters Wilhelm Sauer. Heute, vor genau 100 Jahren, verstarb er. Der berühmte Frankfurter hat rund 1100 Orgeln in seinem Leben geschaffen. Sauer-Orgeln sind in der ganzen Welt bekannt. An Brandenburgs erster Medizinuni in Neuruppin beginnt kommende Woche der zweite Jahrgang. 48 angehende Ärzte nehmen ihr Studium auf, beworben hatten sich rund 600. Ein Ziel der 2014 gegründeten privaten Hochschule ist es, den Ärztemangel in den ländlichen Regionen zu beheben. Die Medizinuni gilt als Modellprojekt. Sie wird von Kliniken und Kommunen getragen. Dagegen setzt das Land bei der Ärzteausbildung auf die Zusammenarbeit mit der Berliner Charité. Für Fußball-Drittligist Energie Cottbus wird die Lage immer bedrohlicher. Die Lausitzer unterlagen auswärts beim Tabellensiebten Preußen klar mit 0:3 und rücken so dem Abstieg immer näher. Es war ein bitterer Nachmittag für die Cottbusser ganz in Weiß, der in der 23. Spielminute seinen Anfang nahm. Da traf nämlich Münsters Koblin zum 1:0 für die Gastgeber. Das Team von Trainer Meriuzza auch nach dem Seitenwechsel in der Offensive total harmlos. Stattdessen gelang den Westfalen durch Grimaldi der zweite Treffer. Den Schlusspunkt zum 3:0-Sieg der Münsteraner markierte Krone. Cottbus steht nach dieser Niederlage weiterhin auf Abstiegsplatz 18. Der Rückstand auf die Nicht-Abstiegsränge beträgt momentan 2 Punkte. Mit Schwung wurde heute das 10-jährige Jubiläum des Arosa Golfclubs bei Bazzaro gefeiert. Beim Abschlag mit dabei waren unter anderem der Schauspieler Jan-Josef Liefers und Berlins ehemaliger regierender Bürgermeister Klaus Wowereit. Neben dem Promi-Turnier gab es auch einen Schnuppergolfkurs für Anfänger. Gern hätte Bazzaro das wichtigste Golfturnier der Welt, den Ryder Cup, im Jahr 2022 ausgetragen, scheiterte aber mit seiner Bewerbung an Italien. Wenn es an einem Flughafen mehr Lauf als Flugbewegungen gibt, dann ist das ganz bestimmt der BER. Flugbewegungen gibt es da nämlich weiter gar keine. Dafür aber mittlerweile die 10. Auflage des Airport Runs. Heute Abend werden wieder einige tausend Teilnehmer erwartet. Ja, und was überwiegt bei denen? Die Freude darüber, dass sie auf der Startbahn laufen können, oder doch eher der Ärger darüber, dass bis heute am BER nur die Sportler durchstarten? Wie sieht's aus, Stefan Sperfeld? Also wenn ich so in die Gesichter der Läuferinnen und Läufer schaue, dann glaube ich, dass es für sie in erster Linie ein großes Ereignis ist, hier auf so einem Vorfeld, auf so einem Rollfeld zu laufen, wo ja sonst die Jumbojets starten. Zumindest soll das künftig dann ja mal der Fall sein. Und über 6000 Leute sind hier auch auf der Strecke. Das heißt, dieses Konzept scheint zu ziehen, zumal für alle Leistungsklassen etwas dabei ist, von der 4x4 Kilometer Staffel bis hin zur Halbmarathon-Distanz über 21 Kilometer. Ja, und diese über 6000 Leute, die ich gerade genannt habe, das ist ein absoluter Teilnehmerrekord. So viel waren es nie zuvor in den 10 Jahren, seitdem es diesen Lauf hier gibt. Und so sah es aus, als dann kurz nach 19 Uhr die Läufer auf die Strecke gegangen sind. Zum ersten Mal im Übrigen vor dem neu gebauten und noch nicht genutzten Terminal des BER-Flughafens. Also zur Jubiläumsauflage dieser Veranstaltung haben die Veranstalter den Start- und Zielbereich hierher verlegt. Und da sind die meisten gleich richtig losgesportet, rauf auf ihre Strecke. Und vereinfacht gesagt, das kann man hier ganz gut erkennen, ging es dann an den Piers vorbei, auch unter den Fluggastbrücken hindurch, auf die Start- und Landebahn, wo es dann einmal hoch und runter geht. Also soweit die vereinfachte Streckenführung. Und hier genau stehen wir jetzt. 4 Kilometer ist diese Bahn lang. Also eine Betonwüste, sage ich jetzt mal so. Sehr weitläufig das Gelände gut zu erkennen. Und da frage ich mich natürlich, ob das nicht ein bisschen monoton ist, ob man da nicht mit dem Wind zu kämpfen hat, wenn er dann aufkommt. Und wollte von den Teilnehmern vor dem Start wissen, was sie so sehr an diesem Lauf reizt, dass sie bereit sind, 40 Euro Startgebühr zu bezahlen, um hier dabei zu sein. Ja, was haben wir sonst die Chance, auf der Start- und Landebahn zu laufen? Bevor irgendwann mal aufmacht, schauen wir mal. Den Flughafen mal in anderer Form nutzen können. Und wie ich das so einschätze, wird das in den nächsten Jahren wahrscheinlich auch noch so möglich sein. Ich bin da ganz optimistisch. Ansonsten ist es natürlich toll, jedes Jahr wieder das letzte Mal zu starten auf dem Flughafen. Und in den Sonnenuntergang zu laufen, ist natürlich auch mal was Besonderes.
Ja, stimmt, wirklich wunderschöner Sonnenuntergang. Aber das ist noch längst nicht alles, denn in einer guten halben Stunde, wenn es hier dunkel wird, dann ist natürlich diese Start- und Landebahn befeuert, wie man in der Flugsprache sagt, also ordentlich beleuchtet. Und das ist dann wirklich eine spektakuläre Kulisse. Das Highlight liegt für die Läuferinnen und Läufer also noch vor ihnen. Ja, vielen Dank, Stefan Sperfeld. Jetzt fehlt uns noch das Wetter. Joana Jambor zeigt, dass es nicht nur allein auf die Größe ankommt, auch klein kann Spaß machen. Auf nach Bali! Vorsicht an der Bahnsteigkante! Modern, historisch, selbstgebaut oder mühsam zusammengesammelt. Marsdorf ist an diesem Wochenende ein Paradies für Gartenbahnfreunde. Und was soll ich sagen? Das Wetter beim Schienenverkehr ist auch perfekt, völlig unproblematisch. Und ein Ticket habe ich auch. Bis aus Bremen, Sachsen-Anhalt und Sachsen reisten heute Bahnfans an zum Schätze bestaunen und fahren. Auch Dennis hat selbst gebaut. Wie teuer ist sowas dann? Die einzelnen Loks können bis 200 Euro kosten. Die kleine kostet 200 Euro? Ja. Hier. Ja. Boah. Kann man damit auch Mädels beeindrucken? Keine Ahnung. Vielleicht aber mit den Aussichten. Blumen und Gartenbahn können heute Nacht nämlich endlich draußen bleiben. Es bleibt frostfrei bei 3 bis 7 Grad. Regnerisch in der Lausitz auch morgen. Dort nur 10 Grad, 14 im Raum Potsdam. Ab und zu fahre ich da mal. Das heißt, ich baue mehr. Sie bauen mehr? Ich baue mehr, ja. Aber man kriegt sie ja nie zu Gesicht, wenn sie immer bauen. Doch, ich glaube jetzt. Wieso steht denn da Jungfraubahn? Ja, zu der Zeit, das war 1912, da gab es wohl noch welche, hat man mir gesagt. Die wird nur zu ganz besonderen Anlässen gefahren. Ja, ansonsten steht da unten. Was ist ein Anlass für eine Jungfraubahn? Egal, die heißt nun mal so, aber Hochzeiten, Silberhochzeiten oder irgendwie sowas. Ja. Mansfelder Land, Moment, das ist Sachsen-Anhalt. Ja, Vorharz. Da kommen Sie her? Ja, 2 Stunden gefahren. Ja. Und haben den ganzen Stolz dabei hier? Ja, Eichenbau. Ja. Ach, Eigenbau. Eigenbau. Die Lok ist Eigenbau. Jetzt verstehe ich. Eichenbau heißt im Mansfelder Land Eigenbau. Genau. Wie lange haben Sie da dran gebaut? 2 Jahre. Ja, dann schauen wir mal, wie die Tage jetzt werden. Ja. Die Aussichten, die nächsten 3 Tage. Wird auch gut. Ja. Es bleibt warm bis 20 Grad am Mittwoch, nach Montag aber im Sonne-Regen-Mix. Und morgen ist noch einmal Gartenbahntreffen. Und wer das Gartenbahntreffen verpasst hat, braucht sich keine Gedanken zu machen. Die Bahn kann jeden Tag von Dienstag bis Sonntag in der Zeit von 10 bis 18 Uhr trotzdem besucht werden. Aber nur mit gültigem Fahrausweis, oder? Den gibt es bei uns dann, natürlich. Und das gute Wetter gibt es hier auch. Ja, Schwarzfahren ist da nicht. Vielen Dank, Joana. Genau in diesen Minuten geht draußen im Moment die Sonne unter. So schön wie hier kann das dann aussehen. Wilfried Dötzl aus Dahlewitz schickt uns ja diese fantastische Abendstimmung fotografiert in den Spargelfeldern bei Diedersdorf. Ganz herzlichen Dank. Das war der Sonnabend im Brandenburg aktuell. Und hier folgt gleich die Tagesschau. Danach um 20.15 Uhr ein Wiedersehen mit Dieter Pfaff. Wir zeigen Ihnen 2 weitere Folgen aus der Reihe Der Dicke. Ja, RBB aktuell beginnt heute 5 Minuten später um 21.50 Uhr. Morgen erwartet Sie hier Tatjana Jury. Ihnen allen einen schönen Abend und einen entspannten Sonntag. Tschüss. Machen Sie es gut. Windkraftanlagen sorgen immer wieder für Ärger, auch in Euba bei Chemnitz. Gegenwind. Bürger wehren sich gegen geplante Großanlagen. Massencasting für einen Kinofilm. Werden 1500 Komparsen gebraucht. Aufstiegsfieber. Dynamo hätte es heute schaffen können, brachte aber keinen Ball ins Tor. Der MDR Sachsenspiegel. Heute mit Anja Köbel. Guten Abend heute nicht nur den Zuschauern in Sachsen, sondern auch den Zuschauern in Sachsen-Anhalt. Denn offenbar gibt es ein technisches Problem im Funkhaus in Magdeburg. Also willkommen.
0,3% der Fläche von Sachsen ist vorgesehen für die Errichtung von Windkraftanlagen. So will es der Gesetzgeber. Das klingt im ersten Moment wenig, aber wenn man bedenkt, wie dicht der Freistaat besiedelt ist, wird klar, dass es nicht leicht ist, geeignete Flächen zu finden. In Euba, einem dörflichen Stadtteil von Chemnitz, sollen nun solche Windräder errichtet werden. Dort, so sagt es die zuständige Behörde, gibt es einen passenden Platz. Aber die Euba haben dazu eine ganz andere Meinung. Hier sollen sie hin. Auf dieses Feld am Rand von Chemnitz-Euba. 9 Windkraftanlagen bis zu 150 Meter hoch. Unvorstellbar ist das für viele Anwohner. Die Windmühlen, sagen sie, machen krank, sind laut, zerstören die Natur. Wir haben hier Wanderwege, wir haben hier einen Fernradweg. Wir haben hier eigentlich das Naherholungsgebiet von Chemnitz, wenn man so will. Wenn man natürlich bedenkt, dass diese Riesenanlagen auch eine deutlich höhere Emission sowohl an Lautstärke als auch an Infraschall produzieren, ist natürlich die gesundheitliche Beeinflussung der unmittelbaren Anlieger noch viel größer. Riesenanlagen, so wie in Chemnitz-Rabenstein. Am anderen Ende der Stadt stehen bereits 7 Windräder in unmittelbarer Nähe zu einer Eigenheimsiedlung. Es gibt klare Kriterien für die Errichtung, sagt der zuständige Planungsverband. Der Abstand zur Wohnbebauung zum Beispiel bei neuen Anlagen mindestens 750 Meter, aber auch naturschutzrechtliche Belange. Wenn diese Kriterien natürlich nicht greifen, das heißt, wenn diese Kriterien nicht zutreffen, dann heißt das im Umkehrschluss, dass letztendlich dort eigentlich aus unserer Sicht heraus keine Belange der Windkraftnutzung entgegenstehen. In Euba aber ist die Angst groß vor den Windrädern. Die Initiative Gegenwind hat bereits 1000 Unterschriften gegen den Bau der Anlagen gesammelt. Und als auf der Ortschaftsratssitzung das Thema zur Sprache kommt, reichen die Stühle nicht aus. Die Anwohner wollen wissen, wie sie sich wehren können. Wir werden allmählich, und das tut mir weh, hier in der Ortschaft Euba vor vollendete Tatsachen gestellt. In was für einem System befinden wir uns mittlerweile hier? Ist das eine demokratische Entscheidung, wenn über die Köpfe von Hunderten oder Tausenden Menschen, die hier leben, Einzelne so eine Entscheidung treffen und nur Einzelne davon profitieren? Und ich denke, es geht an keinem der gewählten Vertreter vorbei, wenn man eine Unterschriftensammlung von 1000 Unterschriften zur Kenntnis nimmt, die ein klares Votum der Bürger auch ausdrückt. Noch bis zum 30. April läuft die Einspruchsfrist gegen das Bauvorhaben. Es helfen nur Fakten und sachliche Argumente. Die wollen die Euba nun sammeln, um vielleicht doch noch die geplanten Windräder am Ortsrand zu verhindern. Das Konzept zur Komplettsanierung wurde aus Kostengründen über Bord geworfen. Die Statik der Baukonstruktion ist stark angegriffen. Für die Stadthalle Görlitz, einer der prächtigsten Jugendstilbauten Deutschlands, sieht die Zukunft also nicht rosig aus. Doch der Willen der Görlitzer, ihren Prachtbau zu erhalten, ist ungebrochen. Und das hat man heute auch gesehen. Der Arbeitseinsatz im Garten der Stadthalle hatte schon viel Hoffnungsvolles. Ein Bild mit Symbolkraft. Gedenkemein heißen diese blauen Blüten, die heute im Stadthallengarten gepflanzt wurden. Etwa 80 Görlitzer konnte der Förderverein Stadthalle organisieren, um im Umfeld des berühmten Jugendstilbaus für ein Frühlingserwachen zu sorgen. Denn die Stadthalle liegt seit mehr als 10 Jahren im Dornröschenschlaf. Weil mir die Stadthalle am Herzen liegt, weil ich dort geheiratet bin. Weil die Stadthalle das Beste ist, was Görlitz zu bieten hat. Man kennt es ja von früher. Wäre schade drum, wenn es eingeht oder nie gefördert wird. Ne? Einst war die Stadthalle Ort für Konzerte, Jugendweihe oder Ball. Das haben die Görlitzer nicht vergessen. Immerhin werden derzeit wichtige Sicherungsarbeiten ausgeführt, damit das historische Bauwerk nicht völlig verfällt. Und das soll noch nicht alles sein. Wir haben jetzt 4 Millionen Euro, die verbaut werden können. Danach wird man, glaube ich, schon einiges sehen. Und danach muss es weitergehen. Am Ende reicht die Summe noch nicht. Aber Stück für Stück werden wir schon die Wiedereröffnung hinbekommen. Nicht alles muss finanziert werden. 40.000 Euro sind die Leistungen wert, die die Görlitzer derzeit erbringen. Dazu zählt auch eine Treppe zum Stadthallengarten, die von einem regionalen Mittelständler kostenlos instand gesetzt wird. Das sind alles Mosaiksteine. Und dadurch, dass das im nicht öffentlichen Bereich passiert, gehen halt viele Sachen, die nie hinwollen. Denn wenn wir das richtig mit Kosten und Bauantrag und dergleichen gestellt hätten, dann wäre dieses Jahr dort nichts passiert, mit Sicherheit nicht.
Im Sommer wird das Görlitzer Theater den Garten der Stadthalle bespielen. Das ist zugesagt. Nur wann der Saal der Stadthalle wieder nutzbar sein wird, dazu getraut sich derzeit nur der Vorsitzende des Fördervereins aus der Deckung. Also unser Ziel ist, dass zur 950-Jahr-Feier im Jahr 2021 der große Saal nutzbar ist. Und vielleicht schaffen es die Görlitzer wirklich, das fast totgeglaubte Projekt Stadthalle zu neuem Leben zu erwecken. Islamgegner aus Tschechien und Deutschland haben an verschiedenen sächsisch-böhmischen Grenzübergängen demonstriert. Am Übergang Zinnowitz-Altenberg versammelten sich rund 300 Anhänger des tschechischen Blocks gegen den Islam. Von deutscher Seite wurde die Aktion durch die Pegida-Bewegung unterstützt. Für etwa 10 Minuten blockierten die Teilnehmer die Straße. Der Protest richtete sich gegen die deutsche und europäische Flüchtlingspolitik. Und auch in Aue wurde gegen die Asylpolitik demonstriert. Es ist die erste große Kundgebung mit Sternmarsch, nachdem der Verfassungsschutz diese Woche davor gewarnt hat, dass rechtsextremistische Kräfte die Bürgerproteste unterwandern und an sich reißen wollen. Und das schien sich heute zu bestätigen. Auf den ersten Blick das gleiche Bild. Unzufriedene Erzgebirger protestieren gegen die Asylpolitik. Neu ist, dass den Sternmarsch diesmal ganz offiziell ein Rechtsextremist angemeldet hat, der Kreisvorsitzende der NPD. Der sächsische Verfassungsschutz hat diese Entwicklung vorausgesehen. Häufig ist es so, dass Extremisten bei dieser Art von Protest anfänglich unerkannt, ohne groß aufzufallen, mitlaufen, dann immer stärker in Erscheinung treten und letztendlich ganz zum Schluss, wie aktuell in Aue, das Demonstrationsgeschehen durch ihre eigenen Anmelder bestimmen. Und es ist von uns auch wahrnehmbar, dass viele gutwillige Leute, die kein extremistisches Programm verfolgen, den Extremisten auf den Leim gehen. Vor Beginn des Sternmarsches endet das heutige Drittligaspiel in Aue. Ein Kalkül der Demo-Organisatoren, um möglichst viele Fußballfans in ihre Reihen zu locken. Diese Strategie geht augenscheinlich nicht auf. Der Gegenprotest der Linksjugend ruft kaum einen Auer Bürger auf die Straße. Die wenigen Demonstranten möchten unerkannt bleiben, wie der Organisator selbst. Neonazis bedrohen ihn ernsthaft. Dass Rechtsextreme die Bürgerproteste im Erzgebirge unterwandern, ist für ihn nichts Neues. Der Verfassungsschutz ist halt einfach auf dem rechten Auge blind. Über die Erkenntnis des Verfassungsschutzes bin ich in keinster Weise überrascht. Das ist schon vor 3 Jahren offensichtlich geworden, als der Hartung in Schneeberg angefangen hat mit diesen Lichtläufen. Da war es schon abzusehen. Wenn man sich dann die Kernstruktur von Pegida anschaut, ist das auch sehr offenkundig. Und ganz offensichtlich marschieren im Erzgebirge heute Rechtsextremisten gemeinsam mit vermeintlich besorgten Bürgern. Nach Dresden und so zu dem großen Wunsch derer, die sich heute stundenlang angestellt haben. Rund 1500 Menschen und damit rund 1500 Mal der Traum, für den Film entdeckt zu werden. Heute gab es nämlich ein Casting. Es werden Komparsen gesucht für den neuen Film des Oscar-Preisträgers Florian Henkel von Donnersmarck. Unter der Regie eines so großen Namens mitspielen zu dürfen, das wäre natürlich großes Kino. Bananen gibt's hier keine. Schlussverkauf. Fehlanzeige. Hier winkt die ganz große Filmkarriere. Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Wo Gedanken fliegen. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so trüb geworden. Schulbildung. Hat sich gelohnt. Nee, einfach da vorne hin und der Fotograf sagt dann alles, was er braucht. Gesucht wird leider nicht Sachsens Next Superschauspieler. Gesucht werden Komparsen. Das Casting-Prozedere? Simpel. Ein paar Fotos für die Kartei und Zettel ausfüllen. Aber vielleicht ist ja unter den Teilnehmern wirklich ein Talent dabei. Also ich bin heute hier, weil ich gerne Schauspielerin werden würde und man muss ja halt auch irgendwann mal anfangen. Weil ich ein großer Filmfan bin. Ich schaue mir sehr viele Filme an und ich möchte auch mal erleben, wie es hinter den Kulissen zugeht. Ich bin Student und da habe ich meistens viel Zeit, manchmal zu wenig Geld. Vielleicht braucht man mal eine Oma oder eine Leiche. Ob für die geplante Filmproduktion in Dresden Leichen gebraucht werden, ungewiss. Gewiss ist nur der Titel, Werk ohne Autor. Um einen Künstler soll es gehen, dessen Kunst in der NS-Zeit und unter der SED-Diktatur missbraucht wurde. In den 60ern erschafft er eine völlig neue Kunstrichtung, radikal, extrem und persönlich. Das Drehbuch geschrieben hat Florian Henkel von Donnersmarck, der für den Film Das Leben der Anderen einen Oscar gewann. Bist du wirklich bei der Stasi? Weißt du überhaupt, was das ist? Die Stasi? Ja, das sind schlimme Männer, die
andere einsperren, sagt mein Papa. In dem neuen Streifen sollen ca. 1500 Komparsen mitwirken. Die Darsteller von morgen können sich auch online bei den Agenturen Filmgesichter oder Filmissimo anmelden oder demnächst in Görlitz zum Casting kommen. Vielleicht hilft es ja, wenn man ein klein wenig auffällt. Dankeschön. So, ich hab gesungen. Hollywood, meine Nummer ist 0175. Ne? Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Supertalente sind es auf jeden Fall. Großer Andrang herrschte heute auch beim Tag der offenen Tür in Sachsens Gefängnissen. Allein in der JVA Dresden nutzten 1200 Besucher die Möglichkeit, um einen Eindruck vom Leben und Arbeiten in der Anstalt zu bekommen. Die Dresdner JVA ist übrigens die größte in Sachsen mit rund 800 Plätzen, die derzeit fast komplett belegt sind. Weg mit dem Knast heißt es am Montagabend übrigens bei Fakt ist, unter anderem mit einem Gefängnisdirektor, der Gefängnisse abschaffen will, und mit Deutschlands härtestem Jugendstrafrichter, der diese Idee heftig kritisiert. In Riesa ist es heute ein Tag, an dem Träume wahr werden können, und zwar der Traum, den großen Preis von Deutschland zu gewinnen. Allerdings muss man dafür stark sein, ziemlich stark sogar. Und geschickt, denn beim Traktorpudding gewinnt der Fahrer, der mit seinem PS-starken Gefährt eine schwere Last am weitesten ziehen kann. Einfache Regeln für einen Wettstreit der Superlative. Es geht um viel, viel Chrom, viel Gewicht, viele Dezibel und natürlich viele Männer beim Traktorenpudding, dem PS-starken Hobby fürs starke Geschlecht. Man merkt es ja selber, wenn man da drauf sitzt, man merkt es eigentlich im Hintern, wie es vorwärts geht. Also der Trecker hat 9000 PS, drei Flugzeugmotoren, jeder Motor hat 28 Liter Hubraum. Der wiegt 3,5 Tonnen mit Fahrer und er hat 3500 PS. Alle Marken sind Eigenbau der Teams, 35 davon sind am Start. Ihre hochmotorisierten Schwergewichte bringen bis zu 4,5 Tonnen auf die Waage und verbrauchen doch einiges an Sprit, oder? Wir fahren mit reinem Methanol, biologisch abbaubar und umweltfreundlich. Wir fahren hier mit Allison V12. Das sind Flugzeugmotoren aus dem Zweiten Weltkrieg. Sind damals in den amerikanischen Jagdbombern verbaut gewesen. Das Match gewinnt in der Sachsen-Arena von Riesa, wer den Bremswagen am weitesten ziehen kann, auf der speziell präparierten Wettkampfbahn. Sie ist 60 Meter lang und 10 Meter breit und erforderte eine logistische Leistung des Veranstalters. Wir haben über 1200 Tonnen Lehmboden in die Halle gefahren, haben 5 Tage dafür gebraucht. Es wird ein Vlies untergelegt und dann wird die Bahn nach und nach aufgebaut. Und wir müssen sagen, es ist eine sehr gute Bahn. Alle Teams kommen und sagen, super, mega geil. Nicht nur die Großen, auch die Kleinen kämpfen auf dem Lehm gegen den Reibungswiderstand. Die 60 Meter knacken nur wenige. Den meisten aber geht es um den Spaß an der selbstgewerkelten Technik mit den eingeschworenen Traktorfans. Sie kennen sich aus und sehen vieles, was normalerweise verborgen bleibt oder vergessen wird. Sie wissen Bescheid über die Geschichte ihres Dorfes, ihrer Stadt, der Umgebung. Warum ein Ort so wurde, wie er heute ist. Und sie halten aktuelle Ereignisse für die Nachwelt fest, die sich vielleicht in 100 Jahren fragt, was um die Jahrtausendwende wichtig war. Diese Menschen, die oft unbemerkt arbeiten, heißen Ortschronisten. Heute haben sie sich in dem kleinen Ort Korensales zwischen Chemnitz und Leipzig getroffen. Sie kommen aus der Lausitz und dem Erzgebirge, aus Kolditz und Radeburg. Fast 70 Ortschronisten aus ganz Sachsen. In Korensales tauschen sie Erfahrungen aus. Über die Erforschung von Straßen und Ortsnamen zum Beispiel. Über das, was hinter der Geschichte einer Gemeinde oder eines Dorfes steckt. Und darüber, wie man Anekdoten und Hintergründen auf die Spur kommt und sie für die Nachwelt festhält. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil man dadurch auch so die Geschichte dieses Ortes begreifen kann und auch sehen kann, wo lebe ich eigentlich. Also so ein Stück Identität für den Ort wahrnehmen kann. Und das ist, glaube ich, für mich eine ganz wichtige Sache für die Geschichtsschreibung, für die ganze Chronistenarbeit, dass man wirklich selber so ein bisschen die Heimat, wo man lebt, auch begreifen kann und vielleicht auch verstehen kann. Die meisten Ortschronisten arbeiten ehrenamtlich, zeigen Touristen ihre Heimatorte, schaffen es, Geschichte interessant und erlebbar zu machen. Und manchmal müssen sie auch kämpfen, etwa wenn die Politik, um Geld zu sparen, irgendetwas schließen oder abschaffen will, was den Charakter einer Gemeinde prägt.
Wir werden jetzt eingemeindet zu Frohburg. Es darf jetzt der Name Markt eigentlich nicht mehr geführt werden, weil es in Frohburg auch einen Markt gibt. Dann müssen wir einen Namen finden, der wirklich noch ein bisschen auf die Geschichte hinweist. Also heißt es jetzt Korener Markt, das ist ja auch okay. Also das heißt, da hat man schon als Ortschronist auch ein bisschen die Aufgabe, darauf zu achten, dass über diese Tradition nicht nur hinweggegangen wird. Neben Workshops stehen für die Chronisten auch Exkursionen auf dem Programm. In die älteste Töpferei Deutschlands, etwa seit 1548 nämlich, drehen sich in Korensales die Töpferscheiben. Und über die Generationen sind viele Geschichten und viele Traditionen zusammengekommen. Genau das Richtige für einen Chronisten. Grund zum Feiern gab es heute in Radebeul bei den Landesbühnen Sachsen. Dort wurde ein neues Funktionsgebäude übergeben. Es beherbergt nun die Ausstattungsabteilung, den Mahlsaal sowie Tischlerei, Schlosserei und die Dekorationswerkstatt. Der Freistaat Sachsen investierte rund 7 Millionen € in den Neubau. Wenn Sie heute Abend den Fernseher anschalten, dann sollten Sie vorher etwas Bewegungsfreiheit schaffen. Denn wenn Kim Fischer ab 20.15 Uhr zu den Kulthits einlädt, dann werden Sie wahrscheinlich nicht ruhig im Sessel sitzen bleiben können. Da ist Tanzen angesagt. Und damit Sie sich schon mal einstimmen können, haben wir ein paar Momente eingefangen. Nach 18 Jahren gehen Sie wieder auf Tournee. Caught in the Act. Allerdings erst Ende des Jahres. Bei den Kulthits im MDR-Fernsehen feiern sie ihr Comeback bereits heute Abend. Die Boygroup aus den 90ern singt alle Titel live. Und nicht nur die Fans reisen zurück in ihre Jugendzeit. Auch Moderatorin Kim Fischer hält es nicht mehr auf dem Sofa. Es ist eine große Ehre, um eingeladen zu werden zu so einer tollen Show mit einer Big Band zu singen. Yeah. Und die ganzen anderen Künstler auch anzugucken. Und Kultmäßigkeit, das passiert. Und es ist gut zu sehen, dass so viele Leute noch so aufgeregt sind, wenn wir hier irgendwo sind. Die Stars singen aber nicht nur ihre eigenen Hits. Wie entstehen eigentlich Kulthits? Ich komponiere jedes Lied genauso mit derselben Leidenschaft und trotzdem ist es so, dass manche Lieder nicht funktionieren. Dann gibt es welche, die funktionieren so einigermaßen und manche funktionieren ganz besonders. Das wisst ihr aber vorher nie. Auch wenn er bereits vor 31 Jahren in den Charts war, dieser Titel ist jedes Jahr ein Sommerhit. Ich denke, das Lied wird oft verbunden mit einer guten Zeit, mit Partys. Immer wenn es in einem Film verwendet oder im Radio gespielt wird, ist es so, als ob die Sonne scheint und etwas Schönes passiert. Die Kulthits mit Kim Fischer sind fast wie ein Live-Konzert. Hier kommt nichts aus der Konserve. Wir hatten ein ganz anderes Orchester heute hier, nämlich das Pepe-Lienhardt-Orchester. Die sind über 30 Jahre mit Udo Jürgens auf Tour gewesen. Es ist echt eine große Ehre, dass sie heute mit uns hier in der Kongresshalle spielen. 2,5 Stunden dauert die Show um die Kulthits mit vielen Stars und einigen Weltpremieren. Ja, und eines ist sicher, neben den vielen Ohrwürmern findet Kim Fischer die persönlichen Geschichten hinter den Kulthits heraus. Und dann viel Spaß ab 20.15 Uhr hier im MDR. Tanzen ist natürlich auch Sport und eigentlich hatten sich ja die Fans von Dynamo Dresden schon auf einen Freudentanz eingestellt, Daniel. Ja, eigentlich. Es war sozusagen der erste Matchball zum Aufstieg. Guten Abend. Aber gleich mehrere Dinge mussten dafür gelingen. Zum einen durfte Osnabrück, die auf Rang 3 stehen, nicht gewinnen. Zum anderen musste Dynamo selbst einen Sieg einfahren im eigenen Stadion gegen Holstein Kiel. Doch genau das gestaltete sich sehr schwierig. Die Szene des Tages in Dresden. Es läuft die Nachspielzeit und der Ball will einfach nicht über die Linie. Das war ja Wahnsinn. Also unfassbar. Also ich habe es vorher schon gesagt, ich habe es selber noch nicht erlebt. Das wichtigste Utensil beim Aufstiegskrimi heute für den Dynamo-Fan, das Mobiltelefon. Schließlich hofften die Dresdner auf Schützenhilfe der Rot-Weiß in Erfurt. Ein Unentschieden gegen Osnabrück kombiniert mit einem Dynamo-Sieg gleich Aufstieg. So die Rechnung der Anhängerschaft. Natürlich ist das ein Rucksack und natürlich wollen ihn die Schwarz-Gelben möglichst schnell ablegen.
Erste Chance im Spiel für Justin Eilers. Dynamos Top-Torjäger ist noch nie aufgestiegen. Rutscht hier ein bisschen weg. Schuss von Stefaniak. Eilers aber im Abseits. Schwieriger Start für die Dresdner. Dann die erste Info aus Thüringen. 1-1 in Erfurt. Alles nach Plan. Und die Schwarz-Gelben mit dem nächsten Versuch. Ayas Aosman zieht ab und trifft das Aluminium. Sofort ist die Kulisse da. Ausverkauft natürlich. Und hier noch einmal der Pfostentreffer von Aosman. Auf der Gegenseite gute Möglichkeiten für die Gäste. Matthias Fetsch. Bis zur Winterpause hatte er ja das Dynamo-Trikot getragen. Und immer wieder der Blick aufs Display. Wie steht's in Erfurt? 1-1 unverändert. Dann in der Halbzeitpause kommt Ralf Minge ins Stadion, direkt vom Spiel der A-Jugend. Die hat heute 3-0 gegen Union gewonnen, damit den Sprung auf einen direkten Aufstiegsplatz geschafft. Minge sieht in Halbzeit 2 willige Dynamos und weiterhin bissige Kieler. Der erste Treffer aber fällt in Erfurt. 2-1 für Rot-Weiß. Jetzt muss Dynamo nur noch selbst ein Tor schießen. Lumpi Lamberts versucht sich, doch das Tor will und will nicht fallen. Ich habe das natürlich schon mitbekommen, weil es wird ja eingeblendet im Stadion, wie viel der Gegner jetzt spielt. Und wenn wir ein Tor schießen, dann sind wir oben. Das ist dann schon nochmal, wenn ich das hier Gänsehaut, wenn ich das gleich sage. Das merkt man, das notiert man, dass die Fans draußen auch immer mehr pushen. Aber Augenblicke später sogar 3-1 für Erfurt, also ein Tor für Dynamo und die Aufstiegsparty kann beginnen. Es läuft aber bereits die Nachspielzeit. Was jetzt passiert, ist nichts für schwache Nerven. Den Torschrei haben die 28.000 gleich mehrfach auf den Lippen. Es ist die Szene des Tages. Ein einziges Durcheinander im Kieler Strafraum, nur der Ball geht nicht ins Tor. Unglaublich. Also die hatten ja in den letzten 3-4 Minuten, glaube ich, 3 Torhüter gefühlt im Tor. Erst die Szene vom Eile. Also, das hätte ja eigentlich für 2 Spiele gereicht, so die Chance. Nein, vielleicht sollte es nicht sein. So bleibt es beim 0-0 am Ende. Jeder geht auf seine Weise damit um. Ayas Aosman war wohl mit sich selbst nicht so zufrieden. Mit dem Schlusspfiff sind die Dresdner enttäuscht, aber nur für einen Moment. 5 Spieltage vor Schluss führen sie mit 15 Punkten und 27 Toren. Sagenhaft. Das ist schon toll, muss man einfach sagen. Ja. Und mir ist das ja auch sehr, sehr recht, trotz alledem, dass Dresden heute nie aufgestiegen ist, da bin ich ganz, ganz ehrlich. Aber ich freue mich dann für Dynamo, für die Stadt, für die Fans, dass es dann nächste Woche mit Sicherheit schaffen werden. Das, wenn uns vorher der Saison jemand gesagt hätte, hätte ich sofort blind unterschrieben, weil dass wir so ein Punktepolster zum Relegationsplatz aufbauen, mit dem konnte ja keiner rechnen. Aber wie gesagt, also, wenn man die ganze Saison ansieht, ist es höchst verdient. Dynamos Aufstieg ist also zu 99,9% im Kasten. Ein Punkt nächste Woche in Magdeburg und in den letzten Heimspielen wird das Stadion in Dresden zur Partymeile. Also in Dresden bei Dynamo wartet man noch drauf, endlich so richtig zu feiern. Es ist aber, wie gesagt, nur eine Frage der Zeit. Anders bei Erzgebirge Aue, für die ist der Aufstieg noch nicht sicher. Sie stehen auf Platz 2 aktuell, aber diesen Rang können die Veilchen nur halten, wenn sie weiter punkten. Jede Partie ist aktuell ein Endspiel. Und heute war Werder Bremen zu Gast, Werder Bremen 2. Gegen die gab es im Hinspiel mit 0-4 die höchste Niederlage der Saison. Präsident und Ehrenpräsident Helge und Uwe Leonhard, heute haben sie sich brüderliche Verstärkung mit ins Stadion geholt. Karl Ludwig, der älteste der 3 Leonhard-Brüder, heute live mit dabei. Aue ganz in Lila, von rechts nach links in der ersten Halbzeit, Freistoß, Mario Kvesic an den Pfosten und auch Torwart Dufner war noch dran. Aber war der Ball hinter der Linie oder nicht? Nein, sagt der Schiri, damit weiter 0-0. Adlers Einsatz kommt etwas zu spät, kurz vor der Halbzeit. Toll gemacht hier von Mario Kvesic. Auch hier, wie er sich den Ball wiederholt. Köpke, Pascal Köpke geht durch die Gasse und trifft nur das Gestänge. 0-0 zur Pause. Aue mit Dauerdruck. Genauso geht's weiter in der zweiten Halbzeit. Das ist Skarlatidis. Sein Pass, der verunglückt. Köpke kann nicht stoppen, aber Niki Adler. Niki Adler mit seinem 6. Saisontor und Schützenhilfe der Werder Amateure schießt den Ball ins Erzgebirgsglück.
58 Minuten vorbei und dafür gibt's den Dreifach-Klaps. Weiter geht's. Wieder nur Aue. Wieder Niki Adler. Wie Slalomstangen lässt er die Bremer stehen. Der Zuckerpass auf Kvesic. Kvesic zum ersten und zum zweiten. Aber Duffner, Werders Keeper, ist der Sieger in dieser Situation. Dann wieder Kvesic. Noch 10 Minuten. Wieder Kvesic und wieder Duffner. Es bleibt bis zur letzten Sekunde spannend. Und dann nur noch Aue Jubel. 1:0 gegen Bremen. Wir hätten gut und gerne auch 2, 3, 4 Tore schießen können. Wenn, ist mir sowas von wurscht, weil wir haben das Ding 1:0 gewonnen, dafür gibt es 3 Punkte und ja. Und das ganze Fußball-Erzgebirge wartet sehnlichst auf die Rückkehr in die zweite Liga. Ja, wir schauen uns jetzt noch die Tabelle an. Da sieht es wirklich rosig aus, aus sächsischer Sicht an der Spitze. Dresden hat 15 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Nächste Woche gegen Magdeburg reicht, wie erwähnt, ein Punkt, dann ist der Aufstieg amtlich. Und Erzgebirge Aue baut seinen Vorsprung gegenüber Osnabrück auf 8 Zähler aus. Die Rückkehr in die zweite Liga ist auch für die Veilchen ganz, ganz greifbar. Und morgen spielt Chemnitz gegen den Halleschen FC. Auch das ein Thema hier im Sachsenspiegel. Aber wir haben natürlich noch viel mehr zu bieten. Und dann ist sicher auch wieder Sachsen-Anhalt heute am Start. Die Kollegen aus Magdeburg grüßen herzlich und bitten um Entschuldigung, dass es heute technische Probleme gab und sie nicht senden konnten. Hier gibt es jetzt noch das Wetter mit Stefanie Meissner. Schönen Abend. Tschüss.